Hallo Menschen, heute kommt der Diese Zeit, dieser Ort, dieses Buch-Tag, in dem ich freundlicherweise von Bücherwunder getaggt wurde. Und ich finde das auch tatsächlich mal eine richtig tolle Idee, denn es geht nicht nur darum, irgendwie ein Buch in die Kamera zu halten, was blau auf dem Cover hat, sondern man soll ursprünglich eigentlich über 10 Bücher etwas erzählen, mit denen man etwas Bestimmtes verbindet, die man zu einer wichtigen Zeit las oder an einem Ort, der einfach etwas Besonderes mit dem Buch vielleicht auch anstellte. Und das ist eigentlich eine tolle Idee, denn das ist so ein bisschen was aus dem persönlichen Leben, aber hat immer noch mehr mit den Büchern zu tun. Und dann danke ich nochmal fürs Tank. Und ich werde das Ganze chronologisch rückwärts erzählen. Insofern geht es los mit einem Buch, was ich auch aktuell gar nicht da habe, nämlich Silo von Yu Howie. Das las ich auf dem Weg und dann auch bei meiner Schwester, so 3 oder 4 Tage, nachdem sie ihre Tochter, also meine Nichte, geboren hatte. Und damit verbinde ich dieses Buch wahrscheinlich auch auf ewig. Also ich fuhr dann mit dem Zug hin und es hat natürlich überhaupt nichts eigentlich mit dem Baby zu tun, aber dann las ich es auch so, als wäre halt in einem Wohnzimmer saßen und die Kleine da halt machte, was auch immer Babys so machen. Und der dazugehörige Vater mich dann danach auch fragte, ob er sich das Buch von mir ausleihen könnte. Deswegen ist es auch immer noch seit einem halben Jahr, aber das Buch werde ich deswegen halt immer wieder damit verbinden. Das zweite wäre Der Vorleser, was ich auch noch gar nicht zu Ende gelesen habe. Das liegt daran, dass ich einmal recht zeitig morgens, also ich weiß nicht, vielleicht so um 7 oder um 8, das Haus verließ, also die Wohnung eigentlich, und mich halt aufmachte. Und ich glaube, irgendwas mit Uni oder einen Arztgang zu machen, ist eigentlich auch nicht wichtig. Und ich kam halt auf jeden Fall so eine Stunde später zurück, um 8 rum, und mein Partner schlief halt noch. Ich hatte nicht bedacht, dass ich zwar meinen Schlüssel mitgenommen hatte, aber seiner in der Tür steckte. Und ich klingelte und niemand machte auf, und ich klingelte und niemand machte auf, und ich rief auf dem Handy an, hörte aber auch von draußen nichts, es war so stumm geschalten, und ich klingelte nochmal und niemand machte auf. Und dachte mir dann halt so, na gut, lässt ihn halt schlafen. Es war sowieso eine Zeit, in der er relativ spät und schlecht einschlafen konnte, also ging ich dann in das Café, was bei uns im selben Haus unten ist, und dort gibt es ein kleines Regal, eigentlich auch so ein bisschen mit Kinderbüchern, damit die sich halt beschäftigen können, aber unter anderem stand da auch Der Vorleser. Und dann habe ich mir halt was Leckeres bestellt und las dort und las und las. Und ich schrieb meinem Partner eine SMS, dass er sich doch bitte melden kann, wenn er dann wach ist. Und ich las und las und las und niemand schrieb mir zurück. Und letzten Endes fehlen mir, glaube ich, nur noch so 50 Seiten im Vorleser. Aber ich las es halt nicht zu Ende, weil ich dann doch irgendwann mal dachte, jetzt ist es um 12, es reicht. Ich würde jetzt gerne nach Hause und noch Mittag essen. Und seitdem steht Der Vorleser halt noch ungelesen im Café unter uns. Und ich habe es mir seitdem auch nicht gekauft. Das dritte Buch ist auch eines, was ich schon mehrmals in die Kamera hielt, aber ich glaube, ich erzählte noch nie so ein bisschen das Drumherum, und zwar ist das Vergeltung von Gerd Ledig. Das war Studienlektüre bei mir, und natürlich las ich es nicht bis zu dem Seminar, in dem ich es gelesen haben sollte. Ich habe es mir nicht einmal gekauft, was nicht daran lag, dass ich irgendwie dachte, das Buch sei nicht für mich, sondern ich habe es einfach nicht geschafft. Es war zu viel Drumherum. Und in diesem Seminar stand dann da vorne eine Kommilitonin, die sagte, sie hätte sich halt am Anfang des Jahres für ein Referat zu dem Buch gemeldet und wäre dann so letzte Woche halt zum Professor gegangen und hat gesagt, sie könne das nicht. Das Buch sei so furchtbar, sie kann nicht darüber reden, sie kann da nicht weiterlesen, das ist einfach nur grausam. Und der Professor mit so ein bisschen einem Augenzwinkern, aber durchaus auch ernst gemeint, hat halt gesagt, naja, wenn sie das nicht lesen können, dann sind sie vielleicht nicht richtig in dem Studiengang, dann man muss natürlich auch über grausame Bücher, also vom Inhalt her grausame Bücher reden können. Und das hat sie tatsächlich so ein bisschen als Ansporn genommen, das sich halt doch noch dran zu setzen, das Buch zu lesen, und schon den Vortrag darüber fand ich sehr gut und mitreißend, sodass ich mir halt dann so schnell wie möglich das Buch dann doch noch kaufte, las, und das ist immer noch eines meiner Lieblingsbücher. Das klingt so seltsam in dem Fall, denn es ist wirklich furchtbar und so viele sterben, es ist grausam, es beschreibt halt den Zweiten Weltkrieg sehr, sehr eindringlich, und in dem Fall finde ich auch krass tatsächlich ein gutes Wort, um das zu beschreiben. Aber das war halt so der Moment, wo ich mal wieder merkte, Studienlektüre ist auf jeden Fall gut, und das habe ich ja eigentlich auch schon immer gedacht, aber ich dachte mir so, naja gut, du schaffst es halt nicht, ist auch nicht so wichtig, musst es nicht lesen, aber wenn ich das verpasst hätte, da, na gut, kann man auch nicht sagen, dass mir was fehlen würde, weil ich würde es ja nicht wissen, aber ich finde das jetzt im Nachhinein so wichtig für mich, dass ich froh war, dass ich mich dann nochmal ranmachte und es las. Ein Buch, mit dem ich ebenfalls eine kleine Geschichte verbinde, ist Die Stadt der träumenden Bücher. Und zwar, in meinem Gedanken bin ich eigentlich viel, viel kleiner, nämlich so 8 oder 9. Aber in Wirklichkeit muss ich wohl schon 13 gewesen sein, denn die Hardcover-Variante kam überhaupt erst 2004 raus. Und ich erinnere mich, dass ich mit meinen Eltern im Kaufland war. Und da gab es vor früher immer so nicht nur Zeitschriften, sondern auch Bücher ein bisschen. Und
Ich habe mir natürlich den Titel des Buches nicht gemerkt, aber ich war so fasziniert davon, dass da auf einer Seite unten stand und dann wurde ihm schwarz vor Augen und dann waren die nächsten beiden Seiten komplett schwarz gedruckt. Und das halt, also nicht die Zeichnung an sich, die fand ich nicht so toll, aber wenn irgendwas so mit der Typografie oder so gemacht wurde, das fand ich ganz faszinierend. Und natürlich ging ich aus dem Laden, ohne mir das zu kaufen. Ich meine auch, dass das tatsächlich der volle Preis war, sonst hätte ich meine Mama bestimmt gefragt damals. Und jahrelang musste ich da irgendwie immer dran denken und habe mich gefragt, was war das wohl für ein Buch? Ich finde das so interessant und hat, warum auch immer, habe ich es mir damals nicht gemerkt. Ich habe auch ehrlich gesagt nie aktiv eine Buchhändlerin gefragt, was das für ein Buch sein könnte, denn höchstwahrscheinlich hätten die es mir auch sagen können, aber ich ging da in meiner Unwissenheit durchs Leben und fragte mich unterschwellig immer, was war das wohl für ein Buch, bis ich dann mal in einem Online-Forum, in dem ich aktiv war, nämlich die Fantastik-Couch, die gibt es auch immer noch, aber es ist halt nicht mehr so das Genre, was ich lese, also Fantasy, Science-Fiction, Horror, das heißt so teilweise und immer mal wieder, aber es ist nicht mehr so mein Hauptding. Und da fragte ich einfach mal, hey, kennt jemand das Buch? Und sofort die erste Antwort war gleich, das ist bestimmt die Stadt der träumenden Bücher. Also machte ich mir auf, kaufte diese Taschenbuchausgabe und war so froh, endlich das Buch gefunden zu haben, was mir immer so im Kopf herumgeisterte. Das hätte ich definitiv auch schneller haben können, wenn ich mal irgendjemanden schon gefragt hätte. Aber im Endeffekt hat das Buch mich dann auch überzeugt, obwohl ich damals davon ausging, dass es bestimmt ein Kinderbuch sei, denn es sind ja Zeichnungen drin und Bücher für Erwachsene haben ja nie Bilder drin. Das war so meine Herangehensweise, aber den Walter Mörs mochte ich wirklich, auch wenn ich jetzt im letzten Monat vom Folgeband wirklich enttäuscht war. Und dann möchte ich noch ein letztes erwähnen, über das ich eigentlich schon mal sprach, was aber halt zu dem Thema so gut passt, dass ich es einfach nochmal erwähnen muss. Es ist Der Gotteswahn von Richard Dawkins. Ich verlinke euch nochmal das Video, in dem ich länger darüber rede, denn irgendwie das alles doppelt zu sagen, bringt ja auch nichts. Ich möchte es in diesem Video kurz fassen. Dieses Buch kam für mich einfach zur perfekten Zeit. Ich habe das damals gebraucht, auch wenn ich inzwischen einiges an ihm auch kritisieren kann und Richard Dawkins manchmal nicht nur positiv betrachte, wie er so durchs Leben geht, aber damals war das genau das, was ich wollte, was auch dafür gesorgt hat, dass ich wieder ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekam und deswegen wird es auch immer irgendwie so einen Platz in meinem Leben haben, auch wenn es nicht perfekt ist und ich inzwischen definitiv auch ein bisschen weiter bin, kann man einfach sagen, aber damals so mit 14, 15 würde ich sagen, war das perfekt. So, und da ich, wie gesagt, diesen Tag sehr schön finde und man da auch ein bisschen tiefer gehen kann und die Leute kennenlernen kann, möchte ich diesmal tatsächlich auch Leute taggen. Teilweise sind es wieder welche, die sehr selten Tags machen, aber ich probiere trotzdem mal mein Glück. Ich würde das gerne erfahren von Versthand, von Lotte Kind, von Karos Bücher und vielleicht auch von Buchgeschichten. Genau. Falls ihr mitmachen wollt, würde ich mich freuen. Wenn nicht, fühlt euch nicht gedrängt. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und wenn ihr möchtet, können wir auch diejenigen, die jetzt nicht getaggt wurden, einmal vielleicht eine kleine Geschichte zu einem Buch erzählen. Das würde mich freuen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.